Yay, ich kann den neuen Fall starten. Auf geht's zum nächsten Fall. Fall Nummer 17. Henkers Mahlzeit. Oleg. Sieht giftig chemisch aus. Wir laden mal. Okay, oh, ein ziemlich traurig dreinguckender Samuel King. Leutnant Julia, Sie werden bei einem neuen Fall gebraucht. Eine Frau wurde heute Morgen tot in ihrer Küche aufgefunden. Daisy Thompson heißt sie. Ja, dem Zustand der Leiche eine Viruskontamination. Oh. Ein Virus. Also nichts so. Ja, gut, chemisch. Ja, habe ich gar nicht so schlecht gelegen, gell? Ja, sie könnte auch Kontakt mit einer giftigen Substanz gehabt haben. Okay, er möchte keine Risiken eingeben. Nathan wird mit mir dahin gehen und feststellen, dass keine Gesundheitsgefahr von der Leiche ausgeht. Okay. Naja, das wird wahrscheinlich jetzt mein Cooking Bad Video Teil 4 hier. Also, dass sie nicht nachmachen, was sie dann gegessen hat. Oh, leck. Jones ist auch dabei. Leck, ob ich ihr Gesicht gesehen habe. Ja. Ist er natürlich besorgt, ob wir gefährdet sind. Ja, nicht nötig. Ne? Das Opfer ist eindeutig an einer Vergiftung gestorben. Keine Ahnung, ob da jetzt ein Zufall oder Absicht dahinter steckt. Wir sollten nach Beweisen suchen, was sie vor dem Tod gegessen haben könnte. Gut. Dann, ja, genau. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Klar, natürlich. Ich mache das. Wer sonst... Also, gucken wir uns die Küche genauer an. Das Opfer, die suche ich mal. Oh, leck. Die Arme. Gut, was suchen wir denn noch? Pralinenschachtel, das könnte giftig sein. Zum Valentinstag wäre das doch ein netter... Also nicht nett, aber halt interessant. Eindeutig Hammer und fettiges Papier. Okay, das sollten wir untersuchen. Und eben noch den Hammer. Der wo ist? Ach, der ist hier drin. Okay. Klick, klick, klick. Oh, dass wir die Leiche vorbereitet haben. Das hat diese böse an. Okay, ab zur Autopsie. 18 Stunden. Okay, wir haben die Pralinenschachtel gefunden, die wir uns näher angucken müssen. Und fertiges Papier. Das ist noch warm. Aber das Etikett darauf ist nicht lesbar. Das muss ich wohl entziffern. Und wir sollten mit dem Ehemann sprechen. Mit dem Gabriel Thompson. Vielleicht weiß er was dazu. Viele neue Sachen für viele Sterne. Klick. Dann auf mal zum Sterne sammeln. Ah ne, erstmal hier die Autopsie starten, damit wir mehr wissen. Und dann los geht's. 18 Stunden sind vorbei und wir können nun endlich... die Ergebnisse abholen vom Nathan. Das Opfer wurde definitiv vergiftet. Ihr Magen war halb leer. Es könnte also sein, dass sie sich übergeben hat. Naja, aber leider hat das Gift bereits gewirkt. Und der Mörder hat dazu noch Reinigungsmittel mit dem Gift vermischt, um dessen Wirkung zu verlangsamen. Also hatte er wohl was vor. Und aufgrund der Kombination von Reinigungsmittel und Gift hatte Daisy keine Überlebenschance. Ach so. Okay. Also praktisch, nee, der wollte wirklich ganz sicher gehen, dass sie stirbt. Und ja, wie konnte sie das in ihrem Essen nicht schmecken? Schauen wir mal. Wir reden mit Gabriel Thompson, dem Ehemann des Opfers. Herzliches Beileid. Oh je, eine Tragödie. Aber das Leben geht schließlich weiter, Mensch. Ja. Mir scheint es ziemlich gut zu verkraften, dass sie tot ist. Oh, es bestand auch gar keine Liebe mehr zwischen den beiden. Sie hatten sich nichts mehr zu sagen. Gestern zum Beispiel sind sie in ein nobles Restaurant gegangen. Und sie hat während des Essens kein Wort gesagt. Ja, vielleicht war sie sich ja dann traurig. Naja, warum haben sie sich dann nicht einfach scheiden lassen? Sind sie verrückt? Von Daisy scheiden lassen? Oh, leck, ihm geht's nur um seinen Lebensstandard. Toll. Ob Liebe unbedingt notwendig ist für eine erfolgreiche Ehe? Ach je. Sind alle ein bisschen komisch, ja. Zynisch, das ist ein gutes Wort. Mhm. So, das ist die Meinung vom Ehemann.
der anscheinend auch ein bisschen mehr weiß. Gucken wir mal die Pralinen an. Was da denn war? Ach. Boah, macht sie Paar mit Walnuss. Oh. Congratulations. Love Ashley. Hä? So ein Frauenname, ne? Ach ja. Er weiß nicht, wie ich das sehe, aber er schickt Leuten keine herzförmige Pralinenschachtel, wenn er jemanden gratulieren will. Da ist mehr im Busch, hä? Okay, Alex soll mal die Nachricht ein bisschen analysieren. Und gucken, was da so dahinter steckt. Und dann untersuchen wir noch diesen Fetzen. Was da so draufsteht, was? Ah, das hier. HDI? Auch nicht, hä? Gut. Hot. Alf Hot. Dog. Hot Dog. Den kennen wir doch. Da müssen wir hin. Ja, das war die Bombenbedrohung damals der Fall. Jo, mit dem sprechen wir jetzt mal. Was der denn da wissen könnte. Bling. Genau. Hast du, Alfred, diese Frau gestern bedient? Ich fürchte, sie ist kurz nachdem sie hier gegessen hat, gestorben. Ja, Lola ist doch blind, Mensch. Echt? Ja, eben, ob wir ein Foto ihm vors Gesicht halten. Ja. Ja, das ist sehr peinlich, Jones. Nächstes Mal denkst du nach, okay. Eine gewisse Daisy Thompson gestern. Oh, die kennen das sogar, ohne dass wir sie beschreiben mussten. Obwohl die Beschreibung ja auch nicht viel mehr bringt. Sie kommt jeden Tag hierher. Gestern kam sie gegen 15 Uhr, aber ihr war nicht besonders gut. Oh je, sie musste sich in der Nähe übergeben. Und jetzt ist sie tot? War Leck vergiftet, ja. Okay, wir müssen den Hotdog-Stand anschauen, weil wenn sie hier gegessen hat, könnte ja da irgendwie was sein. Also wir haben einen neuen Tatort, das finde ich klasse. Weil ich mal wieder zu viel Energie habe. Und den gucken wir uns gleich an. Ja, in der Nähe musste sie sich übergeben. Vielleicht können wir da ein paar Spuren noch nehmen oder irgendwie, was da so passiert ist, mal angucken. Da, übergeben. Ja. In der Nähe ist gut, die hat sich direkt vom Stand übergeben. Erbrochen ist. Ja. So, es ist am Sonntagmorgen immer gut zu sehen, wenn man Samstag weg war, gell? Eine Zitrone, hier ein Stecker, auch hier eine Bananenschale, hier à la Mario Kart und ein Stuhl. Ja, da wird's. Ja, hier war offensichtlich echt schlecht und ja, schnell ins Labor damit. Ach gut, muss ich nicht selber analysieren, oder? Bitte nicht, bitte nicht. Gut. Ab damit. 6 Stunden Zeit. Gucken wir mal den Tatort an. Was haben wir denn da? Ein Tennisball hier oben. Also das offene Fenster da daneben. Ein Ei, Moped. Hinten ein Löffel. Der steht hier. Und ein Stecker. Na, das geht ja viel. Hoffen wir mal, dass die 6 Stunden auch bald um sind. Die Ergebnisse sind da von der Kotze und vom Sieb. Schauen wir mal. Also, das Erbrochene. Ja, wir meinen, dass sich das Opfer da übergeben hat in der Nähe. Oje. Danke, dass wir das direkt vor der Mittagspause gebracht haben. Hat sie keinen Appetit mehr auf Hot Dog? Oleg. Sie hat da den Reste von Nagelhärte gefunden. Gut, Nelson meint, die Nägel des Opfers wären sauber gewesen. Keine Spuren vom Nagellack. Das heißt also, dass das Opfer. Genau, das eingenommen hat. Und wurde von den Magensäften angegriffen. Das heißt, der Mörder muss Nagelhärte verwenden.
Okay, das heißt leider kann das auch mein, also kann Männer und Frauen sein. Das heißt, also es ist nicht unbedingt gesagt, dass es wirklich nur eine Frau ist, die den verwendet. Gut. Und weiter. Dann noch hier die Ergebnisse. Die Pralinenschachtel. Und Ashley Collins hat die geschickt. Eine Assistentin von Gabriel Thompson. Okay. Er hat auch Informationen über den Gabriel Thompson gesucht. Er ist der Finanzvorstand einer Investmentbank am Eastfield Market. Und vor einigen Jahren, dank einer wohlbegründeten Vermutung, ein kleines Vermögen an der Börse verdient hat. Okay. Ja, wir sollten die Miss Collins mal aufsuchen. Die ist aber auch ziemlich, wie man nimmt. Auf Zack. Oder fesch. Na, fesch nicht. Einfach mal. Die hat's, glaube ich, drauf. Irgendwie. Faustdick hinter den Ohren, diesen Ausdruck meinte ich. Gut. Ja, warum schenkt sie ihrem Boss diese Pralinenschachtel? Wir sollten einfach mal mit ihr reden und gucken, was sie da so zu sagen hat. So, dann. Da mal das gleich mal. Mit dem Fleck. Warum? Ah ja, er hat endlich einen wichtigen Vertrag unterschrieben mit einem Kunden und das wollte sie feiern. Oh, mit alles Liebe, ja. Nicht sehr professionell, ha? Oh je, er hat die Nase faul voll von seiner Frau und ja, sie wollte sich wohl bei ihm ein bisschen so einschleimen. Vielleicht hatten die sogar auch schon was miteinander. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Ja. Ja, er kann sich kaum vorstellen, dass eben Leute heutzutage jemanden vergiften würden. Arme Daisy. Gut, wir haben jetzt immer noch den Nagelhärter und den Reinigungsmittel, wisst ihr? Genau. Aber sonst war keine weiteren Spuren. Wir sollten Ideen sammeln. Nathan hat uns bisher entscheidend weitergeholfen. Wir sollten mal sein Urlaublabor aussuchen. Oh! Der Mörder muss auch gut kochen können. Er wusste genau, wie der Geschmack des Giftes verbergen konnte. Okay. Ich sollte nochmal Alfred einen Besuch abstatten, weil er ist ja der beste Hotdog-Verkäufer der Stadt. Was aber nicht unbedingt heißt, dass er wirklich ein guter Koch und so weiter so sein muss. Okay, da das Gift mit Reinigungsmittel vermischt wurde, dürfte es bis zu 12 Stunden gedauert haben, bis das Gift bei Daisy gewirkt hat. Okay, und der Ramirez hilft auch beim Ideensammeln. Er hat die Aussage des Ehemannes gelesen und... Boah, Jones, ganz gemein. Ja, nee, es kann bestimmt nützlich sein. Okay, das Restaurant, das Daisy und Gabriel Thompson besucht haben, war das Shaw Valentine? Spricht man das so aus? Oder Shaw Valentine? Schätze. Und da wollte er immer mal hin. Jetzt haben wir wenigstens mal einen Grund in der Küche uns umzusehen. Gut. Das heißt, es ist ein neuer Tatort. Und. Wir reden mal mit Alfred, was der sagt. Und wir müssen den Stand nochmal angucken. Klar können wir das machen, meint er. Gut. Und wir haben noch einen neuen Tatort. Also zwei weitere Tatorte. Die gucken wir uns gleich an. Ach, wie schön. Einmal die Küche. Oh, da kommt die Valentine Montgomery. Alec, was wir hier zu suchen haben, hier im Restaurant. Okay, wir haben einen Durchsuchungsbefehl. Wir wollen uns nur mal kurz umgucken. Okay, wir brauchen einen zerrissenen Artikel. Den muss ich nachher zusammensetzen. Den Wischmopp, einen Handschuh, einen Tannenzapfen, ein Ski. Die Kochschürze, die könnte von Bedeutung sein. Und einen Tannenzapfen noch. Wo ist denn das Ding? Wie sieht denn das aus? Ach, das ist ein bisschen. Buddelkey. So werden die auch manchmal genannt bei uns irgendwo hier in Bayern. Oder Buddelkey? Buddelkier? Aber wo ist denn das Ding jetzt? Wie sagt ihr dazu? Tannenzapfen. Da oben.
Gut, da sollten wir mal untersuchen. Nein, überspringen. Und dann schauen wir gleich noch den Hotdog-Stadt an, wenn wir schon dabei sind. Was diese Augen immer da machen. Wir brauchen Knüllpapier. Oh, das ist nicht mal eine Dietz-Schallplatte. Dann haben wir noch Fleisch. Würstchen. Also, ich mag Würstchen schon, aber mit der grünen Farbe war das nicht so lecker. Kebab-Schachtel, das ist dann so ein... Hä? Fleisch. Ach, da. Und hier. Okay. Das mit dem Würstchen interessiert mich jetzt. Also wir hoffen, dass das jetzt eine Soße ist, die da drüber geklopfen ist. Aber so grün wie die gerade ist, ist das schon ein bisschen sehr seltsam. Gucken wir gleich mal an. Bäh. Es war jetzt ziemlich Glück, dass ich da ziemlich weit oben irgendwie gleich angefangen habe. So, auf ins Labor. Zack. Was kann ich noch tun? Die Schürze untersuchen. Und die Probe muss auch analysiert werden. Ah, das kann ich selber machen. Ah, wieder dieser Vergleich. Was genau das für eine Substanz ist. Ich habe extra beim Schluss noch geschaut und dachte mir echt, oh, das muss es doch sein, aber... Ups, ja, es ist Reinigungsmittel, das gleiche, wie wir, was auf dem Opfer gefunden ist, und das heißt, wir sollten uns mit ihr nochmal unterhalten, was denn da jetzt vorgefallen ist. Ja? Den Artikel gucken wir uns auch noch an. Ja, da ist auch wieder die Valentine. Nochmal erstmal das Bild, wenn ich mit dem anderen zu überfordert bin. Ein Desaster. Oh oh. Wurde sie mal ein bisschen. Eigentlich hätte man das jetzt lesen müssen, gell? Weil wenn die sich schon Mühe machen und so einen Artikel schreiben, das finde ich echt gut. Ja, es ist eine ziemlich vernichtende Kritik. Kein Wunder, dass sie das zerrissen hat. Und, oh, ein neuer Verdächtiger, Tobias Sharp. Er meint, das ist der schmutzigste Laden, in dem er je gesessen ist. Oh, leck. Er hat also nicht gern dort gegessen. Das ist ein wenig überraschend. Redet er wirklich von demselben Restaurant? Weil so unhygienisch sieht es hier ja gar nicht aus. Wir sollten mal mit ihm reden. Ja. Bling. Dann fragen wir erstmal sie. Die Schürze, kennen Sie die? Ja, das ist ihre. Oh je. Ja gut, Reinigungsmittel, warum das in der Küche ist. Ach so, oh ja, jetzt ist sie natürlich sauer, wegen, weil wir sie auf Reinigungsmittel angesprochen haben. Klar, sie putzt natürlich jetzt.
Kann ich mir schon. Aber sie benutzt halt das gleiche Reinigungsmittel wie das von dem Gift. Das ist schon mal sehr verdächtig. Aber sie putzt wahrscheinlich echt, weil der Typ sie so wegen der Kritik so dran kriegen oder irgendwas gemacht hat, ne? Nun gut. Wir fragen ihn, warum sie ihm wohl nicht so geschmeckt hat oder was auch immer. Oh je, das. Da macht er echt keine Witze, weil die Qualität des Essens und Lebensmittelhygiene, ach, war nicht so sein Ding. Und in beiden Fällen mangelhaft. Und er persönlich benutzt das Reinigungsmittel, das hundertprozentig Bakterien abtötet. Zufällig das, was wir suchen. Naja. Und der Service lässt einiges zu wünschen übrig. Er hat sich gestern ein Risotto mit Meeresfrüchten bestellt. Und stattdessen hat er Spaghetti Bolognese erhalten. Okay, das war wohl ein Fehler. Ja, der hat wohl was gegen sie persönlich. Und will sie auch öffentlich demütigen, das ist ganz mies. Ja. Ja, eben, der ist ja Kleinkrieg, das kann er nicht mit Daisys Tod in Verbindung bringen. Vielleicht war das wirklich ein Unfall oder so, aber ja, mal gucken, was uns Licht, in die Sache bringt. Wir warten am besten einfach, bis die grüne Flüssigkeit analysiert ist.